So, Freunde, neuer Tag, neues Glück. Ich bin jetzt hier bei der Werkstatt. Wir haben es jetzt 7:30. Ich muss jetzt schon mal Spachtelmasse anrühren, fugenlos. Also nicht die Spachtelmasse anrühren, aber den Farbton anrühren, denn das geht gleich los zur ersten Spachtelung. Dann muss ich einmal mein Rührgerät haben. Und dann geht das auch gleich los zur Baustelle. Das Ding ist, ich habe das ja schon die letzte Woche alles so weit vorbereitet, dass ich nur noch die fugenlose Optik aufspachteln muss, also den Mikrozement aufspachteln muss. Ja, und damit ist die Dusche auch soweit fertig, dann nur noch versiegeln natürlich. Ich hoffe, dass meine Halle demnächst mal weitergeht. Das ist momentan sehr schleppend. Ist noch voll in der Zeichnung drin. Oder Halle nicht, ich sag mal Nebengebäude dazu. Hört sich ein bisschen schöner an. Ich packe schon mal die Sachen zusammen und dann geht's los auf zur Baustelle. Muss ich mal gucken, wie viel hier los ist, ob ich da filmen kann. Ansonsten filme ich und dann mache ich das mit VoiceOver. So, mit O, das Badezimmer ist erstmal durchgespachtelt und ich bin jetzt kurz zu Hause. Ich habe kurz mal die Maschine hier ausgeladen, die Condor, weil eigentlich muss ich hier ja auch mal den Boden schleifen. Aber ja, ich fahre jetzt erstmal los. Mein geliebter Staubsauger hat leider den Geist aufgegeben. Der gute Mindy hier, der den Geist aufgegeben. Leider hat er einen Kabelbruch hier hinten. Aber ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Der ist schon über 10 Jahre alt, dann darf das ruhig mal passieren. Jetzt fahre ich kurz mal in die Werkstatt, repariere den mal, einmal aufschrauben, gucken, ob ich das selber hinbekomme. Aber sollte eigentlich kein Problem sein, da das Kabel einmal neu anzuschließen, damit ich nachher nicht die, sondern den Mikrozement nachher nochmal schleifen kann und die zweite Lage aufbringen kann, dass ich morgen grundieren kann und auch das erste Mal versiegeln aufbringen kann. Geht schnell raus hier und dann geht es erstmal auf in die Werkstatt, schnell mal reparieren. Ich soll eigentlich noch eine Decke durchstreichen im Flur, damit ich dann auch die Wände fertig streichen kann. Das muss eigentlich alles diese Woche passieren, weil nächste Woche bin ich viel unterwegs. So, Freunde, neuer Tag, wieder bei der Garage. Nicht alleine, sondern mit Tino. Du hast noch kein Mikrofon, deswegen komme ich mal ein bisschen näher. Hallo. Von der Firma Sika, Anwendungstechniker. Also bald kenne ich euch auch alle, Wahrscheinlich, die Reihe durch. Wie immer, sehr kompetentes Team bei der Firma Sika, deswegen greife ich immer wieder drauf zurück. Wir sind bei der Garage, wie schon gesagt. Fangen jetzt an zu beschichten. Wir haben gerade mal kurz ein paar Risse verharzt und da die Lamellen eingepackt, weil du sagst, ist Nummer sicher. Wie die Firma halt so ist von der Firma oder die Firma Sika nun mal so ist. So ist das. Immer Nummer sicher, aber ist auch gut. Dann sind wir da auf jeden Fall safe und das lassen wir jetzt 20 Minuten durchtrocknen und dann gehen wir schon dabei und grundieren das Ganze. So sieht der Anhänger hier hinten nämlich aus. Voll gepackt mit Sika-Produkten und wie gesagt, wir grundieren das Ganze jetzt mit. Dem Sika Repair Floor Modul. Das sind die A- und B-Komponenten der Nivelliermasse, die wir im Nachgang auch aufbringen, als Haftvermittlung Ja. und Regulierung des Saugverhaltens, wie man es so kennt von der Wand auch. Ja, also eins und eins zusammenmischen, Genau. dann auftragen. Wie lange haben wir Zeit? Roundabout eine Dreiviertelstunde bei den Temperaturen, die ihr habt, wahrscheinlich eher eine ganze Stunde. Ist auch Ja. relativ kalt hier. 7. Januar, 12 Grad, mitten im Juni. Also, das ist perfekt. Wir drehen natürlich wieder separate Videos. Ich zeige euch nur mal kurz ein paar Einblicke hier, wie das Ganze so aussieht. Dann kommt da EpoZem rauf. Das ist ja eine Spachtelmasse, wo schon hier Eine Sperre mit eingebaut wird. Epoxidharz, kann man das sagen? Ja, genau, Epoxidharz verglühtet, genau. Genau. Also man kann ja entweder einmal die Fläche jetzt mit Epoxidharz grundieren und dann spachteln. Oder man nimmt einfach Sika, das alles in einen und braucht nur nivellieren. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, genau. Das machen wir gleich, drehen separate Videos. Ihr habt ja schon gesehen, wie wir, oder könnt ihr, oder vielleicht gesehen, ansonsten oben in der Infobox verlinkt, wie wir den vorbereitet haben, also sprich gefräst haben. Dann kommt ein Video, wie wir den vorbereiten mit Spachteln und Grundieren und dann ganz zum Schluss nochmal beschichten. Ich kam nicht drauf. Auch mit einem Epoxidharz. Auch mit einem Epoxidharz, aber da darf ich noch nicht zu viel zu sagen, weil das ist ein Produkt,
was neu oder noch in den Startlöchern steht. Aber ich habe die Ehre, das jetzt hier schon mal zu testen. So sieht das aus. Und daher darf ich da noch nicht ganz so viel zu sagen. Aber wenn das Video hier rauskommt zu der Beschichtung, dann ist es auf jeden Fall draußen und auch erhältlich, weil es macht keinen Sinn, das jetzt nicht zu bewerben, aber zu zeigen, wenn es noch nicht erhältlich ist. Ne? Daher darf ich das noch nicht zu sagen. So, es geht weiter. Wir hatten ja alles gerade durchgrundiert. 3 Stunden später knapp sieht die Fläche jetzt so aus. Wir haben es jetzt 14.20 Uhr und wir können jetzt auf die Grundierung drauf. Wir rühren uns jetzt was an, denn wir wollen hier ein bisschen eine Rampe erzeugen, damit man ein bisschen besser reinfahren kann. Das können wir mit demselben Material machen, also mit dem EpoZem. Auch genauso so ein paar große Löcher einmal vorfüllen und dann gehen wir gleich rüber zum Nivellieren. Tino ist auch am Start. Er macht sich Sorgen, ist gerade ein Zahn abgebrochen. Nun wühlt er die ganze Zeit dran rum. Ich hatte es auch schon mal zweimal Zahn abgebrochen, aber wie ich dann beim Zahnarzt war, hieß es immer nur, war da 2 Minuten in Sache und dann ist es vorbei. Aber trotzdem macht man sich ja jetzt Gedanken. Aber sonst lass mich mal, ich habe noch eine Flex im Auto. Ja, schleife ich halt mal Gau hin. So machen wir es. Ne? Ja, wir sehen jetzt zu, wir sind nur zu zweit. Zum Glück ist es nicht ganz so warm hier oben im Norden. Wir haben jetzt so 13 Grad, das spielt uns ein bisschen rein, weil ein Sack muss in 25 Minuten verarbeitet werden und gleichzeitig dann auch der nächste angerührt werden. Ein dritter Mann wäre jetzt perfekt gewesen, der ein bisschen anrührt nebenbei. Aber Leben in der Lage kriegen wir auch so hin. Du bist auch guter Dinge, ne? Absolut. Absolut guter Dinge. Also wir ziehen durch. Zwei Tage später mittlerweile. Wir mussten gestern eine Zwangspause machen. Für gestern war ja einige Feiertag, der Donnerstag. Für uns im Schleswig-Holstein nicht. Aber dennoch konnten wir nicht weitermachen, weil es ist hier oben halt nicht so warm wie vielleicht bei einigen. Denn wir haben es hier meist so, jetzt ist es gerade wieder schön sonnig, aber wir haben es trotzdem nur 11 oder 12 Grad. Und gestern war es halt genauso und daher mussten wir eine Zwangspause machen, weil das Material nicht getrocknet ist. Wir dürfen eine bestimmte Feuchtigkeit nicht überschreiten und vorher können wir nicht weitermachen. Wir haben das Ganze jetzt einmal durchgeschliffen, ähnlich wie bei der Nivelliermasse, so ein Reinigungsschliff nenne ich das immer ganz gerne, um dann jetzt zu patchen, damit wir dann morgen, also morgen Samstag, müssen wir dann mal Samstag arbeiten und ist auch dank an Tino, dass er das überhaupt hier mit durchzieht. Der bleibt nämlich auch noch, damit wir morgen dann die Endbeschichtung drauf machen können, die Baustelle abgehakt ist, weil wie gesagt, nächste Woche bin ich nicht da. Da bin ich in Köln unterwegs, vielleicht kann ich da auch ein bisschen filmen, mal sehen. Damit ihr das auch mal mitbekommt, was ich dann noch so nebenbei mache. Und danach die Woche ist endlich Urlaub. Herrlich. Tino ist hier noch immer fleißig am Rechnen und am Machen und am Tun, damit wir mit dem Material auch immer überall hinkommen. Ich räume nachher noch den Anhänger auf, da ist noch haufenweise Müll drin. Denn wenn wir hier einmal gepatcht haben, haben wir wieder eine Zwangspause von 3 Stunden. Wir haben es jetzt 10 Uhr. Ich hoffe, dass wir so in der nächsten halben Stunde anfangen, damit es nicht allzu spät wird. Ich muss nachher noch ins Badezimmer, da wo ich Fugen losgemacht habe. Da habe ich heute die letzte Beschichtung drauf gemacht. Jetzt nachher noch drumherum alles schick machen, also mit Weiß ausbessern, ein bisschen versiegeln und so. Und dann ist das Badezimmer abgehakt, der Flur ist abgehakt und dann ist das auch abgehakt. Nächste Woche habe ich keine Baustelle, weil ich unterwegs bin. Und dann ist Urlaub, dann schreibe ich alle Rechnungen und dann gehe ich schön mit einem sauberen Kopf in Urlaub. Das ist eigentlich mein Ziel. Ach, ich muss noch 2 Videos abdrehen. Aber das kann ich noch übernächste Woche machen. Und dann habe ich einen freien Kopf. Dann kann ich beruhigt in Urlaub fahren. Ja, wir sehen mal zu, dass wir hier gepatcht bekommen, den Kram, damit es hier weitergeht. Es geht weiter, ich bin schon auf der nächsten Baustelle. Die Zeit rennt wie im Nu. Ich habe jetzt in Köln nicht gefilmt, wäre jetzt nicht so spannend gewesen, aber wenn du auf Instagram reinfolgst, dann hast du auch so ein bisschen was mitbekommen. Nämlich da zeige ich immer so, was ich gerade so mache, wenn es ums Arbeiten geht. Danach war ja Urlaub, der ist auch schon lange wieder um, denn ihr seht ja, ich bin schon wieder auf der Baustelle. Wir haben im Urlaub aber auch gevloggt, einfach weil wir Bock haben darauf. Wenn ihr das Video sehen möchtet, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich das einfach überspringen. Und es startet denn hier, weil das ist jetzt die Baustelle nach dem Urlaub. Wir haben gestern schon angefangen zu drehen und hier ist auch schon einiges passiert. Wir sind dabei, Boden zu fräsen etc. pp. Aber das seht ihr in dem nächsten Video.
Ich würde das Video gerne beenden. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne Däumchen nach oben. Ansonsten Kanal kostenlos abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.